Schönen guten Morgen. Heute mal aus einer ganz anderen Position. Ich bin immer noch nicht in Amsterdam, aber ich bin 90 Kilometer davor. Keine Ahnung, ey, ich bin einfach nur völlig fertig. Ich bin gestern von Oster. Osterhausen, Oster. Ich weiß es nicht. Bis hierher gefahren. Ich war um 4.30 Uhr mit allem hier fertig. Ich musste das Zelt aufräumen und ich musste auch schlafen, weil mir sind während der Fahrt die Augen zugefallen. Das ist wie Sekundenschlaf. Und ich habe ja auch alles nur reingeschmissen, provisorisch. Und dann hat es zum Glück, gerade wo ich das Zelt aufgebaut habe, angefangen zu regnen. Und da dachte ich mir so, Intuition, beziehungsweise Schlafmangel, danke. Ich bin völlig, ich war auf der Felge, ich sag's ehrlich. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe seit Donnerstag, habe ich jetzt mit dem Tag heute 12 Stunden Schlaf gehabt. Ich muss direkt gehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich top fit bin. Aber ich bin so fit, dass ich heute noch die 100 Kilometer machen kann. Grob hochgerechnet, wieder mal, wie immer, was ich eigentlich schon die ganze Zeit mache, wofür eigentlich, ich glaube einfach nur motiviert zu bleiben, gehe ich mal aus 5 Stunden, das ist jetzt kurz vorm 7, glaube ich, oder, kann ich gleich sagen, es ist 6.31 Uhr, da wäre ich um 11 in Amsterdam, ich werde gleich zu dem Startpunkt fahren, wo das Event heute losgeht und werde mir da irgendeine Unterkunft, eine Überdachung suchen und dort auf jeden Fall Achtung laut und dort nochmal versuchen auf jeden Fall die Augen zuzumachen und wenn es nur für eine halbe Stunde ist, so ein Powernap oder sowas. Oder was kochen, oder ich weiß nicht, mein Pesto kann ich, ich habe mein Pesto noch gar nicht gemacht. Das werde ich kochen, auf jeden Fall. Oh, das, oh. Jetzt, wo ich gesagt habe, habe ich richtig Bock drauf. Ich werde mir noch schön geriebenen Käse holen. Und den noch drüber machen. Darauf freue ich mich gerade richtig. Ich werde jetzt auch kein Frühstück machen. Ich will jetzt keine Zeit verlieren. Ich habe noch genug Kraft. Bis darüber zu knallen. Die schöne Sache ist, nach Appleboom, so wie die letzte Stadt da heißt, kommt das Naturschutzgebiet, wo ich 20 Kilometer durchfahren muss und insgesamt nur 110 Meter hoch ist. Das heißt, selbst das letzte kleine Hügelchen dürfte für andere oder die Verhältnisse, die ich gewohnt bin, ein Klack sein. Also, das ist halt wirklich ein Hügel. Was richtig geil ist, ich habe gestern, warte, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel schauen. Ich weiß nicht, ob das Roland oder Ronald war. Ich glaube Roland. Nee, Ronald. Kennengelernt. Das ist ein Holländer, der beim Stahlbau dabei war, oder beim Bau dabei war von dem Amazon Fresh Logistikzentrum in Erfurt. Ist jetzt, ich sag's auch so ehrlich, Amazon ist jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen, wo ich sage, das unterstütze ich. Aber ist egal, er muss ja trotzdem leben. Ja, und das ist halt witzig, weil das Amazon Fresh
Dings ist halt in Erfurt. Und ich komme aus Erfurt. Und er ist halt ein übelst sympathischer Typ, so wie Sven, den ich gestern auch kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ich habe es gefeiert. Ja, da sind übrigens auch ein paar Minuten, so 2 Stunden draufgegangen. Aber ich habe die einfach gebraucht. Das hat mir auch wieder Kraft gegeben. Ich musste dann gestern noch durch den Wald fahren. Ich hatte solche Paranoia, ich war wie im Wahn. Ich bin bestimmt 20 Kilometer. Nee, das ist zu viel. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall bin ich eine große Strecke durch den Wald gefahren. Und wie so ein Bekloppter übelste Paranoia oder Adrenalin gehabt. Also das ist ja nicht mal negativ. Ich habe einfach nur geballert und Roland, glaube ich. Ich muss jetzt nachgucken, ansonsten habe ich hier ein schlechtes Gewissen. Hast du mir zum Glück aufgeschrieben, weil ich mir Fuchs bin. Ronald, doch, siehst du. Und Ronald hat halt gemeint, es gibt ja auch in Niederlanden Wölfe. Und das hat natürlich nochmal dazu getriggert. Es ist ja nicht so, dass, also ist klar, dass die jetzt nicht aus dem Busch rausspringen und sagen, jo, Alter, Danny, wie sieht's denn aus? Du siehst echt lecker aus mit deinem Fahrrad. Aber trotzdem hat es seinen Teil dazu beigetragen. Das Naturschutzgebiet, was ich heute durchfahre, da gibt es Wölfe. Aber ich glaube auch nicht, dass ich da welche sehen werde. Falls, dann muss ich auf jeden Fall die Kamera zücken. Das wäre schon mal sehenswert. Den letzten Wolf habe ich in Münster, irgendwo auf dem Übungsplatz mal gesehen, wo ich mal beim Bund war noch. Das war aber auch nur von Weitem auf der Schießbahn. Und sah aus wie ein Hund und naja, egal. Ja. Oh, ich freue mich so auf die Spätzle. Ich freue mich auf den Kaffee. Was auch geil wären so Waffeln. So schöne, frisch gemachte Waffeln aus dem Waffeleisen. Mit ein bisschen, dass die so ein bisschen außen kross sind, aber innen drin so weich. Und wenn du reinbeißt, hast du dieses Krrr und dann kommt das weiche Gefühl, der weiße Geschmack von der Waffel durch. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Und dann mit schön Marmelade und Puderzucker. Vielleicht ein bisschen, Honig wäre mir zu süß, jetzt habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Okay. Völlig neben der Spur. Aber ich habe ja noch eine Banane und Haferflocken. Geil. Die könnte ich mir auch noch schön ins Fressbrett stopfen. Und ich habe diese komischen extra getrockneten Rosinen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Die sind aber noch süßer. Und angeblich noch besser. Das kommt auch noch mit rein. Und dann ist schon wieder eine voll. Oh, sorry Leute. Dann ist schon wieder eine vollwertige Mahlzeit. Für mich. Für den Anfang. Achso, und noch ein Verlust. Meine Hose ist gestern immer so gerutscht. Und beim Absteigen vom Fahrrad dachte sie, ich schau mal, dass ich hängen bleibe am Sattel und dann aufreiße. Dann muss ich mal gucken, ob die jemanden nähen kann. Ansonsten hat sie auch ihre Dienste geleistet. Also die habe ich seit, das ist in einem Rucksack hier. Wo ist eigentlich der andere? Da oben. Da kommt die Isomatte rein. Ach, das Zelt kommt noch rein. Seit 2018 mindestens. Zelt, Isomatte. Machen wir das rein, das kann mich nicht lernen.
Und dann kommt der Helm, wo natürlich gerade das Handy anlehnt, hier mit rein. Habe ich hier noch irgendwas? Noch das kann man mit rein. Ne, das kann man auch da oben mit reinmachen. Dann haben wir die Gewichte wieder halbwegs gleichmäßig verteilt. Und ja. Hier drin stinkt nach Puma. Es riecht einfach alles. Mal gucken, ob ich heute in Amsterdam über ein Pappschild, was ich während der Drum Bass Bike Tour hochhalten will, wo ich drauf schreibe, suche Schlafplatz, vorzugsweise kostenlos. Ich denke mal, da wird sich schon was ergeben. Die Leute sind nämlich gar nicht mehr so unfreundlich, wie man immer denkt, und sind gerne hilfsbereit, vor allem wenn man da noch was zu erzählen hat und die sehen, dass ich so mit vollgepackten Taschen komme, dann werden sie sich auch denken, okay, der hat bestimmt eine nice Story auf Lager. Warum nicht? Ja. So, ein bisschen verpacken. Pinkeln. Das ist eigentlich das Wichtigste am frühen Morgen. Auch mal Katzenfutter probieren. Falls ihr SpongeBob gesehen habt. Wo er das Katzenfutter probiert, wo er seine Identität verloren hat. Frag mich nicht, warum mir das gerade einfällt. Aber es fällt mir gerade ein. Weil, wisst ihr eigentlich, dass ich ja auch wieder zurückfahre? Also jetzt zwar nicht unter dem Zeitdruck oder unter dem mir gesetzten Zeitdruck, wie ich hierher gefahren bin, aber schon in 6 Tagen, also am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, heute, ja, am Samstag, um 20 Uhr will ich wieder in Erfurt sein. Aber das sollte normalerweise an sich kein Problem werden. Ich werde dann über Dortmund fahren, was ich jetzt auf der Hintour nicht gemacht habe. Ich werde da einen Kumpel besuchen. Achtung, Werbung. Der hat mich dazu gebracht, hier mal das mit YouTube auszuprobieren. Der ist nämlich mit einem Inlinern von München nach Slowenien gefahren. Achtung, Spoiler, er hat es nicht geschafft, aber es ist trotzdem geil anzusehen. Und ja, das mal, wenn ihr mal abends keine Beschäftigung habt, könnt ihr euch mal das gönnen. Das ist richtig cool gemacht. Und so wie er sich halt im Video gibt, so ist er halt auch, so habe ich ihn halt kennengelernt. Und ja, Oh, das Handy wird ganz schön warm, wenn man 13 Minuten lang aufnimmt. Leck mich doch am Arsch! Meine verdammten Oberschenkel. Übrigens, der Dreck auf der Linse kommt daher, dass das Schutzglas von den Linsen nicht mehr dran ist. Da hoch muss ich dann weiter. Und da geht es dann irgendwo nach links, da wahrscheinlich am Wald lang. Und da hinten kommt dann Apple, schlag mich tot. So, ich lege jetzt erstmal auf. Auflegen, man sagt einfach die Aufnahme beenden. Weil ich will das Zeug fertig machen und dann losballern. Wenn ich in Amsterdam bin oder einen Wolf sehe, eins von beiden, seht ihr mich und ich euch nicht. Bis dann. Seid noch ein bisschen produktiv in der Zeit.